haben hier eine Platte aus Aluminium mit eingebrachten Ausfräsungen, wie man sieht. Und hier einen Scanner. Ausfräsung und auch runde Ausfräsungen, die also eine Korrosion repräsentieren sollen. Diese Ausfräsungen machen etwa 50% der Wanddicke aus. Das heißt, solche Fehler sind also als kritisch zu bewerten, jetzt in diesem Beispiel, und die sollen halt nachgewiesen werden. Wir haben das Gerät hier justiert und starten jetzt hier den Scan und nehmen dabei die Daten auf. Es wird ein quasi C-Bild aufgenommen. Das bedeutet, dieser Prüfkopf wird entlang einer Linie verfahren. In diesem Fall ist das ein Guided Wave Prüfkopf, also mit geführten Wellen. Er wird entlang einer Linie entfahren, schallt in die Platte ein und misst die Laufzeiten, und entsprechend der Amplituden wird dann eine farbkodierte Darstellung im C-Bild gewährt, wie man hier rechts sehen kann. Es werden alle Rohdaten aufgenommen, wie immer mit den Geräten von Sonotron. Man sieht hier auch deutlich, dass hier auch alle Korrosionen, jede Bohrung auch nachgewiesen werden kann. Jede Ausfräsung. Ja, das ist ein Standard-Software, die hier enthalten ist. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Vielen Dank.